um mit seinen Hunden überall hingehen zu können, wo man möchte, braucht man einen alltagstauglichen Hund. Und dafür gibt es Trainingsmethoden und Philosophien. Und ich will dir heute verraten, welche Trainingsmethoden und Philosophien die richtigen sind, damit man auch wirklich einen alltagstauglichen Hund bekommt. Und du musst heute dranbleiben, weil das ist richtig viel Mehrwert für dich. Du nimmst da richtig was mit, aber du musst natürlich lernen, zuzuhören. Ja? Und wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. So ihr Lieben, ich bin Steve Kaya. Schön, dass ihr heute hier wieder auf unserem YouTube-Kanal seid und Bock habt auf einen kleinen Tagesimpuls. Ich habe gerade das wunderbare Privileg, mit meinen Hunden in Urlaub zu sein. Wir streuen dann hier gerade auf unsere Anlage rum, haben ein bisschen Spaß. Da ist auch die gute Alice. Und ich möchte heute ein bisschen mit dir darüber sprechen, wie man alltagstaugliche Hunde hinbekommt, welche Philosophie oder Trainingsmethode da tatsächlich Sinn macht. Weil ich werde ständig gefragt, Alice, Kreuz cum Melam oder was? Machst du ein Päuschen? Alice, komm her, dann machen wir jetzt hier ein Päuschen. Komm her. So, hey, Platz. Alice, du auch. Platz. Genau. Das heißt, ich werde ganz, ganz oft gefragt auf verschiedenen Kanälen. Instagram, kannst du uns ja folgen, falls du noch nicht da bist. Hundetrainer Steve Kaya. Oder auch hier bei YouTube. Oder per E-Mail, per WhatsApp, per Nachrichten bei Facebook. Podcast, E-Mails, egal wo. Ich werde immer und immer wieder gefragt, hey Steve, was hältst du von Trainer XY und was hältst du von Methode XY? So, das bedeutet, es geht immer darum, gewisse Probleme zu lösen. Also Leinenführigkeit, Fremdhundebegegnung, Körpersprache, Rückrufe etc. Und immer wieder werde ich gefragt, was hältst du denn davon? Ist denn das jetzt die Methode X? Und darauf will ich heute ein bisschen zu sprechen kommen, was das auch mit alltagstauglichen Hundetraining zu tun hat und dass mich das soweit ein bisschen stört, weil die also was heißt stört? Mich stört das nicht, wenn Leute das fragen, aber die Frage ist halt sinnlos. Ja. Piekt's oder was? Die Frage ist halt sinnlos und genau darauf will ich jetzt ein bisschen eingehen. Ich bin jetzt, wie gesagt, aktuell im Urlaub. Ich werde euch auch hier in dem Video mal ein paar coole Sachen zeigen, weil ich das extrem cool finde, wie das hier gemacht ist. Es ist übelst hundefreundlich. Es macht richtig, richtig Sinn. Und deswegen nehme ich euch jetzt ein Stück weit auch mit. Ich lasse die Hunde jetzt hier kurz noch ein bisschen ausruhen. Wir haben nämlich gerade ein bisschen gezockt und Spaß gehabt. Und dann geht's auch los. Ja, jetzt wurde ich sogar freundlich angesprochen von zwei Italienern. Ich bin nämlich in Italien mit einem Dobermann und einem großen Cane Corso Deutsch-Dogge-Mix oder so ähnlich sah das aus. Ob hey, hey, ein Boxer ist. Wow, ein Boxer. sehr cool. Nette Leute hier, alle total unkompliziert. Auch so mit ihren Hunden. Finde ich total cool. So, okay. Also, ich gehe jetzt aber erstmal hier in den Wald, weil heute ist irgendwie ein bisschen dolle windig. Ja. Mozzi-Puller, das ist halt Alltag, ja. So, jetzt wollen wir aber natürlich darauf zu sprechen kommen. Methode XYZ. So, pass auf. Letztens gab es zum Beispiel die Frage, Steve, was hältst du von der Stopp-Methode oder Stop-and-Go-Methode? Also Thema Leinführigkeit. Mein Hund zieht an der Leine und du bleibst stehen. Hund soll das merken, dass er an der Leine nicht vorwärts kommt und dreht sich dann irgendwann um. Ja, ordnet sich wieder ein und dann geht man weiter. Die Idee dahinter ist ganz einfach, dass der Hund lernt, okay, wenn ich nicht an der Leine ziehe und also wenn ich an der Leine ziehe, komme ich nicht voran, weil mein Mensch dann quasi stehen bleibt und irgendwann soll er das dann quasi lernen. So, dass er dann halt nicht mehr an der Leine zieht. Und da habe ich halt geschrieben, die Methode ist für mich nicht pralle, nicht sinnvoll. Ja, das ist aber von denen und denen und denen und denen. Und dann sage ich halt so, pff, ja, kann ja sein, kenne ich aber nicht. Euch muss doch aber auch klar sein, dass eine Methode XY oder eine Hundeschule oder ein Typ oder eine Frau oder ein Name im Internet nur ein Name ist, genauso wie wir auch. Ich brauche mir da, also weil dann habe ich gesagt, nein, kenne ich nicht, interessiert mich auch nicht, habe ich gar keine Zeit für. Ja, dann google doch mal. Hä? Was, wenn ich jetzt google? Und ich suche jetzt Hundetrainer XYZ nach Methode XYZ. Bleiben wir beim Stop and Go stehen.
Was finde ich denn da? Natürlich gemachte Videos, gemachte Texte, die immer viel versprechen. Das nennt man Marketing. Und das ist, Alice, komm, wir gehen weiter, ja? Und das ist doch logisch, dass das schön aussieht, dass das gut geschrieben ist. Und so wird es doch gemacht. So machen wir es im Endeffekt ja auch. Wir schreiben auch vernünftige Texte, die die Zielgruppe ansprechen soll. Wir zeigen natürlich auch Videos, die eine Markenbotschaft haben, die auch zeigen, wie wir arbeiten und unsere Dienstleistung ist. Alles schön und gut. Das machen alle so. Das ist vollkommen normal. Und das ist auch okay. Aber ich komme gleich zu zwei wichtigen springenden Punkten, wo ich aufhorche und sage, hey, das ist authentisch und das ist ehrlich und das ist geil. Und daran kann man sich orientieren. Aber nicht nach einer Homepage oder nach irgendwelchen 3-4 Videos, die 100.000 Mal oder Artikeln oder so, die im Internet rumschwirren. Also, ich halte nichts von Methoden XYZ, weil ich einfach der Meinung bin, dass keine Methode der Schlüssel zum Erfolg ist, sondern es ist die Kombination aus allen möglichen Methoden und Philosophien. Es gibt aus meiner Perspektive, das ist aber auch nur meine Meinung, das können andere ja da draußen halten wie so ein Dachdecker, gibt es nicht die Methode und nicht die Philosophie. Beispiel, Leinführigkeit, Richtungswechsel, Stop and Go, Baum und was weiß ich nicht, Korrekturen, nur körpersprachlich arbeiten, nur klickern. Das sind alles für mich so Methoden und Philosophien, wo Menschen hinterstehen, wo Menschen sich auch wohlfühlen bei. Ja? Gibt ja zum Beispiel auch dieses Grünschleifen, trainieren statt dominieren, wo alles ganz nett ist und so weiter. Alles in Ordnung. Da gibt es Menschen, die finden das klasse, die fühlen sich darauf angesprochen, wollen nach der Methode trainieren, weil das ihre viele ist doch in Ordnung. Ich glaube aber nicht, dass es eine Richtung gibt und dass es das ist, was allen Hunden und allen Menschen hilft. Nein, das glaube ich nicht. So, jetzt kommt gerade ein Jogger. Jetzt muss ich mal kurz zur Seite gehen. Alice, komm mal hier. Hey, komm hier. Jetzt geht's. Warten. Super gemacht. So, und das ist jetzt der springende Punkt, was ich euch im Endeffekt heute hier erklären will, um alltagstaugliche Hunde hinzukriegen. Also das bedeutet, dass ihr mit euren Hunden hingehen könnt, wo ihr wollt. So wie hier zum Beispiel. Ich bin jetzt im wunderschönen Pinienwald, gehe jetzt gleich an den Strand, weil ich euch den zeigen will. Bin hier in einer Touristengegend. Das ist ein riesengroßes Ferienareal mit Haufen Familien, Hunden und so weiter und so fort. Und das ist Alltag. Hier in dem Alltag zu sein, wie zu Hause, im Dorf, in der Stadt und so weiter, und seinen Hund zu trainieren, dass er ausgeglichen und ruhig ist, dass ich an Jogger vorbeigehen kann, an Fremdhunden vorbeigehen kann, schafft keine Methode XY. Und auch keine Philosophie. Wir machen nur Körpersprache. Nein, ich muss immer als Erster durch die Tür gehen. Nein, es ist die Gesamtheit aus allen Aspekten, die in dein Leben, die zu dir und deinem Hund passen. Und das kann eine Kombination aus allem sein. Aus allem, weil es sinnvoll ist, dann und dann das anzuwenden, dann und dann das anzuwenden und dann das anzuwenden. Und jetzt erkläre ich euch, wie meine Philosophie ist, oder Philosophie ist wieder das blöde Wort, aber ihr wisst schon, was ich meine, wie meine Einstellung zu der ganzen Geschichte ist und woran ich es festmache, was dir da draußen auch Erfolg und ein gutes Gefühl vermitteln kann. Und das sind zwei ganz entscheidende Punkte. Wenn du auf der Suche bist nach einem Hundetraining oder einem Hundetrainer oder einer Hundeschule, die Erfolg hat. Oh, schaut mal. Seht ihr das? Da ist ein... Kann ich nicht groß machen. Da läuft's. Das Reh. So, hier. Sehr gut. Und deswegen gehen wir da jetzt auch nicht lang. Sondern wir sind jetzt leise und gehen jetzt in die Richtung, weil die stehen nämlich da. Und Alice sieht das gerade. Sehr gut. Mitkomm. Sehr, sehr gut. Und jetzt gibt es auch eine Belohnung. Yay. Gut gemacht. Die laufen nämlich hier immer rum frei. Kann ich euch noch ein paar Videoszenen hier in dem Video reinpacken. Und das heißt, meine Hunde gehen jetzt da auch zum Beispiel nicht jagen, obwohl das Wild da steht. Und wie kriegt man das hin? Zwei Sachen, die ganz, ganz wichtig für mich sind und die ich euch jetzt hier mitgeben will, wie ihr das erkennen könnt. Punkt Nummer eins ist, ob ein großer YouTube-Kanal, Instagram oder was auch immer, oder ob es auch nur ein Mensch ist, der das zeigt, also ein guter Hundemensch, der mit seinem Hund übelst krasse Sachen zeigt, die gibt es ja auch. Achtet darauf, dass es Alltagssituationen sind. So wie bei uns jetzt hier. Kommt ein Jogger, kommt ein Wild plötzlich um die Ecke. Fremdhundebegegnung, Gaststätte,
was weiß ich, zeigen die euch permanent. Ich meine jetzt nicht gezielte Videos, die mal zusammengeschnitten sind. Ich sehe so viele Videos, wo ich sage, pff, ja klar. Sondern wirklich aus dem Leben gegriffen. Wirklich aus dem Leben gegriffen. Zeigen sie es permanent, dass sie mit ihren Hunden im Alltag auch sind. Verschiedene Städte, verschiedene Länder, verschiedene Alltagssituationen. Und ihre Hunde sind trotzdem noch da. Was weiß ich jetzt, ohne Leine. Mal sehen, ob da jetzt irgendwo ein Hund jagen geht. Und die hören zu oder die machen auch mal einen Fehler. Und der Typ, der Trainer, die Trainerin oder so, sagt das auch und spricht das auch an. Also kurzum, sind sie authentisch und zeigen das auch jeden Tag. Ich mache jetzt mal hier ganz kurz eine Pause, weil meine Hand weh tut. Zeigen die authentisches Leben, so wie wir immer und immer wieder. Folgt uns auf Instagram zum Beispiel. Da zeige ich immer wieder in der Story und in Fragerunden Alltagssituationen, wo ich gerade bin, was ich gerade mache, wo mal ein bisschen was schief geht. Hundestrand oder. Oh, da läuft wieder eins. Seht ihr das? Krass. Oh, da steht noch eins. Ich kann das leider nicht zoomen. Hey, ist hier. Alice ist da. Beide kriegen es mit. Genau da vorne steht noch eins. Und so wie es sich anhört, geht da bestimmt ein Hund jagen. Gut, dann kann ich doch hier nicht bleiben. Das ist Alltag. Ich muss jetzt weitergehen. Ja, hey, machst du klasse. Ich gehe auch ein bisschen leiser. Alice, hier bleiben. Das heißt, zeigen die euch permanent authentische Sachen, reden auch wirklich mal die Wahrheit, sagen auch, hier ist was schiefgegangen und so weiter und so fort. Oder tun sie es nicht? Das sind für mich eins, oder das ist für mich das erste Kennzeichen überhaupt, wenn ich jemand beobachte, und wir beobachten sehr viele Leute, also ich kenne alle YouTube-Kanäle da draußen, ich kenne sehr, sehr viele gute Hundeleute, die auch gut sind, gar keine Frage. Ja? Aber was ich halt sehe ist, nichts. Ich sehe nur Alltag. So, da vorne zum Beispiel kommt jetzt ein Hund. Deswegen werde ich meinen Hund jetzt auch anleihen, weil ich den jetzt nicht stören will. Vielleicht seht ihr das da ganz vorne. Alice! Sehr gut. Komm mal her. Ich leine sie erstmal ganz kurz an. So, erstmal schnell anleihen. Warte, jetzt kann ich zum Beispiel zoomen. Da kommt ein Jogger und ein Hund. Und das ist auch immer so von mir so eine Philosophie. Ich möchte niemanden stören. Ich habe ein Spielzeug mit, weil wir in Spielen waren und Module gedreht haben für unsere Kunden. Kontrolliertes Objektspiel. Wir drehen immer Alltagssituationen für unsere Kunden. Warte mal, alles langsam jetzt. Und das ist halt auch spannend. Und deswegen habe ich das noch in der Hand. Und zeige zum Beispiel, wie man Spielzeug sich so zunutze machen kann. Um das gezielt einzusetzen. Alice? Prima. Also, noch einmal. Ja, ich habe den Hund jetzt passieren lassen. Alles ist safe und gut. Und zeigen die euch wirkliche Alltagssituationen. Daran orientiere ich mich. Also ich beobachte, wie gesagt, oder wir als Team hier oder als Unternehmen oder wie man es jetzt auch nimmt, beobachten den Markt ganz genau. Wir wissen ganz genau, wen es da gibt. Und die meisten oder fast alle zeigen nichts. Sie zeigen nichts. Sie zeigen perfekte YouTube-Videos, wo ich dann schon immer schmunzeln muss. Wo ich sage, ja super, schön vorbereitet. Aber nichts aus dem Leben gegriffen. Nichts. Wirklich spontan, hey, ich bin gerade hier, ich mache gerade das mit meinen Hunden, mal sehen, was passiert, ob es gut geht oder ob es nicht gut geht. Das und das ist die Wahrheit, das und das. Nein, es ist alles nach Lehrbuch, es ist alles geradlinig, es ist alles toll. Prima. Da schalte ich halt ab. Bringt mir jetzt halt nicht so viel. So, wir gehen jetzt aber mal, hey, Alice, komm, wir gehen mal wieder ein Stück zurück. Ich will nämlich jetzt mit meiner Familie frühstücken. So, das heißt, der zweite wichtigste Punkt, und wenn auch das nicht stattfindet, dann nehme ich das tatsächlich auch nicht ernst. Und da bin ich auch ehrlich, das mache ich ganz einfach nicht. Das ist, zeigen die euch permanente Kundenfeedbacks. Was heißt das? Genau das, was wir auch tun, dass wir permanent zeigen, dass Kunden erfolgreich sind. Weil, was nützt es dir denn, wenn du jemanden kennst, der mit seinem Hund richtig geil ist, wenn er richtig geile Sachen machen kann, aber wenn er nicht in der Lage ist, etwas zu vermitteln, wenn er keine Kundenergebnisse hat, wenn er einfach gar nicht zeigen kann, dass er permanent Menschen hilft und die ähnliche Resultate haben. Die müssen ja nicht gleich sein. Keiner muss ja identisch sein wie der andere. Das will ich ja auch gar nicht. Das ist auch gar nicht mein Anspruch. Aber
siehst du regelmäßig permanente Kundenfeedbacks. Das, was wir machen. Guck bei uns in Instagram, Google-Rezensionen, auch bei YouTube zeigen wir immer wieder Meinungen. Podcasts, immer wieder regelmäßig Interviews von Kunden, die mit uns zusammenarbeiten und Resultate haben, die Ergebnisse haben, die ihr Leben verbessern. Das machen wir seit Jahren jeden Tag. Jeden Tag, wenn ich aufstehe, habe ich im WhatsApp mindestens 10 Nachrichten über Erfolgserlebnisse. Ja, wir haben natürlich auch Nachrichten, wo es nicht läuft. Also nicht falsch verstehen. Es gibt auch genug Familien, die im Training sind und sagen, oh, es geht gerade nicht, es geht gerade bergab und jetzt wieder das passiert und das. Vollkommen normal, so ist das Leben. Genau das ist es ja das, was wir auch vermitteln. Das ist doch normal, das ist authentisch. Und genau darum geht es mir auch im Groben und Ganzen, dieses authentische Sein, dieses ehrliche Sein. Und es gibt keine Methode, es gibt keinen Trainer und keine Philosophie, die den Schlüssel hat. Ihr müsst aufwachen. Das gibt es nicht. Es gibt nichts, was dir sofort in kürzester Zeit hilft. Du brauchst Wissen, du brauchst das richtige Mindset, also die Einstellung, du brauchst Strategien und du musst deinen Arsch bewegen und diszipliniert sein. Erst dann funktioniert alles und dann brauchst du Monate und Jahre. Und das versteht einfach keiner. Und es gibt keinen Trainer und keine Philosophie, die irgendwas schneller macht. Nein! Also, wenn ihr da draußen sucht und ihr sucht ein geiles Hundetraining oder eine coole Hundeschule oder so weiter, seht ihr von denen etwas, was die alltäglich selber zeigen und machen und umsetzen und tun und Krisen bewältigen? Seht ihr das? Alltag. Und seht ihr permanente Kundenergebnisse? Hört ihr permanent, dass Menschen da arbeiten? Alles, was ist denn los? Oh, ein verwirrter Mensch. Ja, alles gut. Ja, und jetzt nehme ich euch noch mit am Strand. Aber achtet auf diese zwei Sachen. Achtet auf diese zwei Sachen. Ja, so wie jetzt hier zum Beispiel. Alice bellt. Ja, sie ist ein Hund, sie bellt, weil da drüben ein komischer Mensch läuft und sie das nicht einschätzen kann. Hey, ist gut jetzt. Ja, alles gut. Ja, und das ist normal. Meine Hunde sind auch nicht perfekt und machen Fehler. Ja, aber ich kann mit denen an fremden Hunden vorbeigehen. Ich kann ohne Leine an Wild mit denen vorbeilaufen. Ich kann überall hingehen, wo ich will, an den Hundestrand. Die können kommunizieren, die hören auf den Rückruf, die sind orientiert und so weiter. Aber das ist ein langer Weg, Leute. Das ist ein langer, beschissen harter Weg. Und den könnt ihr auch gehen, wenn ihr die richtigen Ansprechpartner habt. Wenn ihr jemanden habt, der das selber lebt. Und wenn ihr jemanden habt, der permanent das auch akkurat mit einem großen Hundetrainerteam vermittelt. Und da seid ihr hier bei uns ganz genau richtig. Ich zeige euch jetzt aber nochmal den Strand. So, herzlich willkommen am Meer. Sehr, sehr schön. Heute ist richtig windig. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hört. Alice ist schon wieder richtig on fire. Geiler Terrier, ich liebe sie. Wunderschön, schaut mal. Da ganz vorne ist der Hundestrand. Zeige ich euch auch mal ein paar Sachen noch. Mal gucken. Alice! Komm mal bitte wieder hier hoch, ja? Das ist keine so gute Idee heute. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Also zusammenfassend, alltagstaugliches Training,
findet jeden Tag statt, im Alltag statt. Es gibt keine Methode, auch wenn ihr jetzt wieder enttäuscht seid, aber das ist nun mal die Wahrheit. Auch wenn jetzt wieder ein Kommentar kommt, nur Laberababer, ich kann gar nichts mitnehmen. Doch, kannst du. Du kannst etwas mitnehmen. Dass es keine Abkürzung gibt. Es gibt nur eine Abkürzung, wenn du mit Profis zusammenarbeitest, die dir viel, viel schneller vermitteln können, dass Philosophien und Methoden XY alle keinen Sinn machen, wenn du das Große und Ganze dahinter nicht verstehst. Und das ist mehr wert, ja, als irgendwelche Richtungswechsel oder sonst irgendwas. Nehmen wir ein Beispiel. Alice ist jetzt wieder irgendwo darunter gerannt, weil ich nicht zuhöre. Alice! Aber ich kann mich darauf verlassen, dass die wiederkommt. Und sie darf sich frei bewegen, weil ich tausendmal mit ihr im Alltag den Rückruf trainiert habe. Und sie immer wiederkommt. An Hunden, am Wild oder sonst irgendetwas. Deswegen darf sie auch frei rennen. Das ist Alltagstraining. Und da gibt es keine Philosophie, sondern Lernprozesse, ganz normale Konditionierungswege, mit Futter arbeiten, mit Körpersprache arbeiten, mit Strategien arbeiten, mit Generalisierung arbeiten, mit Ruhezone und Leinführigkeit, Rückruf etc. pp. Alles. Und die Philosophie ist immer mit der Natur, nicht gegen die Natur. Ja, hündisch denken, nicht so egoistisch sein, sich rassebedingte Wissenssachen aneignen und so weiter und so fort. Aber alles auf der authentischen Art und Weise mitten im Leben und nicht auf dem Platz oder irgendwo in gestellten Szenen und ständig irgendwelche Videos zeigen. Guck mal, wie cool ich bin, guck mal, was ich kann. Nein. Authentizität, ja, das steht bei uns ganz oben. Und wenn du Bock hast auf das geilste Training im deutschsprachigen Raum, was sehr intensiv und anders ist, www.hundetrainer-stevekaye.de. Mir tut heute der Arm weh, ich weiß auch nicht, das ist auch der Spielzeug hier in der Hand, die Leine in der Hand und das ist halt Alltag, ihr Lieben. Ich lasse es jetzt fallen. Wenn ihr Bock darauf habt, ja, meldet euch bei uns, lasst mal einen Kommentar da, wie ihr das seht. Hier steckt mehr Mehrwert drin, als ihr glaubt. Ihr müsst nur richtig zuhören und wer das ganze Gelaber nicht mehr hören kann, adieu, sucht euch einen anderen Kanal. Auf Wiedersehen, ihr Lieben, macht's gut und ciao.